Die heutige Ansprache trägt den Titel I, YOLO. YOLO werden sicherlich die Jüngeren unter uns kennen. Aber zunächst, liebe Geschwister, leite ich mit den Worten des Majestätischen ein. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Keineswegs, wenn die Erde eingeebnet, ja platt eingeebnet wird, und ein Herr kommt und die Engel, Reihe um Reihe, und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle, an jenem Tag wird der Mensch bedenken, wie soll ihm dann die Selbstbesinnung nützen? Er wird sagen, oh, hätte ich doch für mein Leben etwas vorausgeschickt. An jenem Tag wird niemand strafen, so wie er straft, und niemand wird fesseln, so wie er fesselt. O du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück. Tritt ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Paradiesgarten. Ist euch aufgefallen, liebe Geschwister? Diese Szene spielt sich im Jenseits ab und die Person, die bedauert, sie sagt, hätte ich doch etwas für mein Leben vorausgeschickt? Hätte ich doch etwas für mein Leben vorausgeschickt? Wann lebte diese Person? Im Diesseits, in der Vergangenheit. Aber dort spricht sie nicht, hätte ich doch etwas für mein jenseitiges Leben vorausgeschickt. Denn dies, liebe Geschwister, ist das wahre Leben. Hätte ich doch etwas für mein Leben vorausgeschickt? Das, was einen im Jenseits erwartet, nicht das, was in der Vergangenheit ist, wenn man bereits vor Allah Ta'ala, dem Erhabenen, steht. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen, aus Wut, aus Ärger, aus Frust, und sagen, oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen. O wehe mir, hätte ich doch nicht den und den zum Freund genommen. Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Und der Scheitan, der Satan, pflegt die Menschen im Stich zu lassen. Was war der Hauptgrund seines Bereuens? Was berichtet der Ungerechte, der sich in die Hände beißen wird am Tage des Gerichts, aufgrund der Strafe, die ihn erwartet? Wäre ich doch mit dem Gesandten gegangen. Hätte ich doch nicht den und den zum Freund gehabt. Weil, liebe Brüder und Schwestern, der Freund ist es, die Freundin ist es, welche einen inspirieren. Sie haben Einfluss auf die inneren Absichten. Sie prägen einen und sie motivieren einen, da wo man vielleicht eine Schwächephase hat. Und sie helfen einem mit Rat und Tat, wenn man mehr als eine Motivation braucht. Und so ist es wahr, was gesagt wird, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Zeig dir jetzt deine Freunde. Schwester, zeig dir deine Freundinnen und dann wirst du wissen, wo du im Leben stehst. Und wo du im Leben hingehen wirst. Weiter, liebe Geschwister. Hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er, mein Herr, bringe mich zurück, auf dass ich Gutes tun werde. Handeln in dem, was ich hinterlassen habe. Gutes Handeln in dem, was ich hinterlassen habe. Keineswegs, es ist nur ein Wort, das er so sagt. Dies, liebe Geschwister, waren drei Passagen aus dem Koran. Allesamt behandeln sie das Bedauern, nicht die Reue im Sinne, wie wir sie kennen, sondern das Bedauern, dass man in diesem Leben nicht den richtigen Weg eingeschlagen ist, beziehungsweise auf diesem Weg nicht richtig standhaft gewesen war und nicht richtig ernsthaft. Wie werden wir sprechen? Sind wir unter denen, die in diesen Gruppen erwähnt werden? Was wird unsere Rede sein am Tag des Gerichts? Was wird unser erstes Gefühl sein, wenn wir spüren, dass der Tod zu uns kommt? Wenn wir in unserem Sterbebett liegen? Welches Gefühl werden wir haben? Man sagt, liebe Geschwister, alle werden zum Zeitpunkt des Todes bereuen. Diejenigen, die Schlechtes getan haben, dass sie nichts Gutes getan haben, dass sie ihr Schlechtes nicht unterlassen haben, und diejenigen, die insgesamt Gutes getan haben, werden auch bereuen. Und zwar, dass sie nicht noch mehr an Gutem verrichtet haben. Zu welcher Gruppe wirst du zählen? Und der Wunsch, zurückgeschickt zu werden in das diesseitige Leben, auf das man Gutes tut, dieser Wunsch, liebe Geschwister, Allah Ta'ala, er beschreibt ihn damit, dass es nur ein Wort ist, was ausgesprochen wird. Dahinter steckt keine ernsthafte Absicht. Und er beschreibt anderswo im Koran in der 6. Sure, im 28. Vers, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Und wenn sie zurückgebracht werden würden, würden sie doch wieder zu dem zurückkehren, was ihnen verboten wurde. Und sie sind wahrlich Lügner. Und sie sind wahrlich Lügner. Liebe Geschwister, jetzt, dies ist der Moment, dass wir aus dieser Reue, die wir wahrscheinlich jetzt bereits empfinden und die wir jetzt auch schon kennen, allein auf das Diesseits bezogen, wer von uns kennt nicht dieses Gefühl, im Klassenraum zu sitzen und die Aufgaben zu sehen und zu wissen, hätte ich doch im Buch diese und jene Seite gelernt, wäre ich doch zur Lerngruppe gegangen, hätte ich doch meine Hausaufgaben gemacht, wäre ich doch in den Unterricht gegangen. Und dass dieses Gefühl aber unvergleichlich größer und wirklicher gibt es am Tag des Gerichts. Oh Allah, bitte lass uns nicht zu denjenigen gehören. Allahumma amin. Ich habe übrigens mal ausgerechnet gehabt, wie viel Geld man tatsächlich verliert, wenn man einen Tag schwänzt. Zwischen 23 und 29 Euro waren es gewesen, die jeder Einzelne einfach so verschwendet, wenn er sagt, ah, heute gehe ich mal nicht zur Schule. So viel ist für einen Schultag angesetzt, circa. So viel beträgt die staatliche Förderung. Für jeden einzelnen Schultag, und das netto, liebe Geschwister, nicht brutto, netto. Warum, liebe Geschwister? Warum diese Einleitung? Warum das heutige Thema? Die Antwort findet ihr in der 19. Sure, wo Allah Ta'ala auffordert, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. Warne sie vor dem Tag der gramvollen Reue. Der gramvollen Reue. Die Gelehrten haben gesagt, dass Al-Hasra die höchste Stufe des Bedauerns ist. Die höchste Stufe des Bedauerns. Eine Stufe, die mit sich bringt, es nicht wieder gut machen zu können.
Und vor einem solchen Tag, liebe Geschwister, forderte Allah Ta'ala uns dazu auf, dass wir einander gegenseitig vor diesem Tag warnen. Dass wir eben nicht zu denjenigen gehören, die diese höchste Stufe des Bedauerns am Tag des Gerichts verspüren. Und das ist nur ein Grund, liebe Geschwister, warum das heutige Thema in mein Herz gelegt wurde. Doch ein ganz anderes. Kehren wir zurück zum Titel. YOLO. You only live once. Das war mal Jugendwort des Jahres, ich glaube 2012. Und es gehört zum allgemeinen Sprachschatz eines jeden Jugendlichen. Du lebst nur einmal. Mit diesem Motto ist natürlich nicht nur Islamisches verbunden. Ursprünglich bedeutet es, mach ruhig was Gefährliches, mach ruhig etwas Unvernünftiges, weil du lebst ja nur einmal. Wir wollen ein Ei-YOLO draus machen, ein islamisches YOLO draus machen. Zum Ersten, liebe Geschwister, weil wir nur einmal leben, weil wir nur einmal diese Chance haben, wollen wir nicht am Tag des Gerichts bereuen. Das heißt, das ist das Erste, was wir mitnehmen. Wir werden so leben, dass wir am Tag des Gerichts nicht bereuen müssen. Und jetzt mache ich einen kleinen Themenwechsel vor. Beziehungsweise ich bin im Thema, aber einen anderen Punkt, der euch jetzt vielleicht sehr weit erscheint. Wenn wir wirklich nur einmal leben, liebe Geschwister, und wenn wir das so planen, dass wir die Grenzen von Allah Ta'ala auch nicht überschreiten, dann warum auch nicht das Leben genießen? Warum auch nicht Spaß haben im islamischen Rahmen? Warum auch nicht mal so ein kleines Abenteuer eingehen im islamischen Rahmen? Warum Gelegenheiten zum Lachen und zum Lachen bringen verstreichen lassen? Und wenn ihr das Leben der Prophetengefährten betrachtet und ihr bleibt in dem Authentischen, ihr werdet vorfinden, die haben miteinander Scherze gemacht. Die haben einander Streiche gespielt. Teilweise noch Monate, Jahre in Sitzungen nochmal besprochen. Und sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat bei der Erzählung von solchen Streichen und Scherzen auch gelächelt. Und im Rahmen dieses erlaubten Spaßes hat er auch nicht den Spaß verdorben. Weil er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Sara wa Sara, eine Zeit für dies, eine Zeit für das. Und wenn es für uns vielleicht ein bisschen zu spät ist, ja, weil wir sind ein bisschen älter geworden, wir sind ein bisschen, ja, so geworden, wie wir damals nie werden wollten, aber wir sind vielleicht älterer Bruder. Gerade eben habe ich mit einem Vater gesprochen, dessen Sohn ist 16. Was unternehmen, ja, bisschen Action. Vielleicht geht man mal, weiß ich nicht, in den Kletterpark oder ja, diese in die Natur klettern oder mit dem Kanu oder mit dem Floß oder so eine Entdeckungstour einfach durch den Wald oder so eine Wüstensafari oder irgendetwas, wo man auch etwas an seine Grenzen kommt. In einem Halal-Rahmen. Nicht so, dass es gefährlich ist, nicht so, dass man Geld verschwendet, nicht so, dass man seine Gebete vernachlässigt. Aber gerade was die Familie anbelangt, wir brauchen Erlebnisse, die zusammenschweißen. Erlebnisse, die zusammenschweißen. Und wenn ihr das später mal googeln wollt, das sogenannte Johari-Fenster. Leider kann ich jetzt nicht mit geschwollener Brust dastehen und sagen, das ist mein Fenster, was ich erfunden habe. Das ist ein Fenster von, ich meine, zwei Psychologen. Und da gibt es 4 Quadrate. Und ein Quadrat bedeutet, es gibt Aspekte an deiner Persönlichkeit, die kennst weder du noch dein Mitmensch. Und diese Aspekte werden nur entfaltet durch Erlebnisse. Durch Spiel, durch Erlebnisse. Das heißt, immer wenn man in einem Halal-Rahmen etwas genießt, etwas erlebt, ein Abenteuer hat. Ich habe lange über den Ausspruch von Omar gedacht, den Imam Ahmed festgehalten hat, bringt euren Kindern Schwimmen bei. Ich habe mich gefragt, warum? Wozu braucht ein Araber einen Schwimmkurs? Welchen weltlichen Sinn hat das? Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, außer der Tatsache, dass es den Menschen weiterentwickelt. Und dass es ein Erlebnis ist. Und dass es eine Möglichkeit ist, auch Selbstbewusstsein zu bekommen. Ängste zu überwinden. Ich habe im Rahmen meiner Ferien, die ich hatte, habe ich mich einer kleinen Angst gestellt. Keine große Angst, ich bin jetzt kein großer Held mir selbst gegenüber oder erst recht nicht den anderen gegenüber. Ich bin in einen Kletterpark gegangen
Und da gab es Aufgaben, da war man so 4, 5, 6 Meter über der Erde. Und ich habe ein wenig Höhenangst. Nicht viel, aber ein wenig. Ja? Das heißt, wenn ich am Balkon meiner Mutter stehe und ich gucke so, dann will ich lieber zurückgehen. Ja, das weckt so in mir komische Gefühle. Meine Mutter wohnt im 1. Stock. Ja? Und es war für mich eine Überwindung meiner persönlichen Grenzen. Natürlich, die meisten, wie gesagt, ja, die lachen und sagen, ist doch kein Problem. Ja? Ich weiß, da bin ich etwas unter dem Durchschnitt, aber es ist meine Grenze. Und ich habe gewisse Parcours überwunden. Gut, ich habe gesehen, 10-, 11-Jährige haben es auch gemacht. Aber für mich war das eine Weiterentwicklung. Und für mich war das, es hat mir Mut gemacht im Leben. Ich sage, guck, genau solche Erlebnisse wirst du auch haben im Leben. Und dann, ich habe sehr viele Bittgebet gemacht natürlich. Viel Dua gemacht. Richtig mit Ikhlas, liebe Geschwister. Ja, nicht so, ja. War wichtig. Das heißt, wenn wir nur einmal leben, liebe Geschwister, und Allah Ta'ala uns Grenzen gesetzt hat, warum sollten wir diese Grenzen nicht auskosten? Natürlich nicht so, dass wir dann in den Strudel reingeraten und über die Grenze gezogen werden. Aber warum nicht was erleben? Warum nicht Spaß haben? Und das ist gerade sehr wichtig, hier und jetzt. Hier und jetzt sage ich euch. Auf der arabischen Halbinsel vielleicht weniger, Allahu alam. Warum? Weil wenn wir ehrlich sind, wir alle haben diesen Minderwertigkeitskomplex in uns drin, mehr oder weniger. Vielleicht auch nur ein Hauch von ihm, weil wir das Gefühl haben, oh, guck mal, meine Schulkameraden, die waren in den Ferien, die haben dies und das gemacht und, ja? Und das beeindruckt uns irgendwie. Wir haben das Gefühl, die erleben was, wir erleben nichts. Die haben Action, wir haben Langeweile. Aber wir sollten unsere Kinder jeden Montag in die Schule schicken und sie sind da. Sie wollen sofort erzählen, was sie am Wochenende gemacht haben. Und sie wollen sofort erzählen, was sie in den Ferien gemacht haben. Ja? Und dann die anderen Kinder sagen, oh, guck mal, was die machen. Ja, irgendwie die Muslime, die sind irgendwie so auf Action, gell? Aber irgendwie anders. Ja? Es ist sehr wichtig für uns, weil es gibt eine Regel. Wir Menschen, Sa'a wa Sa'a, eine Zeit für dies, eine Zeit für das. Und wenn wir diese Freizeit, diese Abwechslung, diese Unterhaltung im Halal-Rahmen nicht ausfüllen, wir werden es aber brauchen, es ist ein Bedürfnis. Und in diesem Leben, hier und jetzt, ist es noch ein größeres Bedürfnis. Was wird passieren? Der Scheitan wird dieses Bedürfnis in Richtung Sünde lenken. Das heißt, da, wo du nicht dein Halal-Hobby hast, deine Halal-Unterhaltung, das wird der Scheitan, dieses Bedürfnis der Menschen, wird er zum Verbotenen lenken. Das heißt, lieber ein, zweimal mehr in der Woche Fußball spielen. Lieber ein, zweimal mehr eine halbe Stunde ein erlaubtes Computerspiel spielen, mit der Absicht, okay, danach bin ich vertieft im Gebet und meine Hausaufgaben sind gemacht. Und die Geschirrspülmaschine habe ich auch ausgeräumt. Und gestaubsaugt habe ich zu Hause auch. Und meine Eltern sind mit mir zufrieden. Lieber so ein bisschen diese Hobbygrenzen antasten, anstatt dass da draus etwas wird, wie also Unzufriedenheit und Frust und dieses Gefühl der Minderwertigkeit, was dann der Scheitan dazu verwendet, um uns in Sünden hineinzubringen. Und zum anderen, liebe Geschwister, das darf ich noch erwähnen, Imam As-Suyuti. Manche sagen, er wäre der größte Gelehrte des 9. muslimischen Jahrhunderts gewesen. Er hat über 500 Werke geschrieben und er war in allen Disziplinen der islamischen Wissenschaften ein Meister. Imam As-Suyuti. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat ein fiktives Buch geschrieben, wo er 20 Gelehrte von verschiedenen Disziplinen, Hadith-Gelehrte, Tafsir-Gelehrte, er versammelt sie in seinem Buch. Sie treffen sich, feiern zusammen Eid und im weiteren Verlauf heiraten sie. Und dann sollte jeder von den 20 Gelehrten in der Sprache seiner Wissenschaft seine Hochzeitsnacht beschreiben. Das heißt, der Hadith-Wissenschaftler hat die Begriffe verwendet, die in der Hadith-Wissenschaft vorkommen und so weiter. Warum hat er das gemacht? Ja? Zur Unterhaltung. Ja? Gut, jetzt kommen wir wieder zum etwas Ernsthafterem. Ja? Zeit für dies haben wir schon gehabt, haben wir da jetzt wieder ein bisschen ernsthafter werden. Wir haben drei Gründe genannt. Du lebst nur einmal, deswegen wahre die Grenzen von Allah, dass du am Tag des Gerichts nicht bereuen musst.
Du lebst nur einmal, deswegen genieße das Leben in den Grenzen, die Allah Ta'ala dir gegeben hat. Und diese sind weit. Hab viele Erlebnisse. Und das hat auch, wie gesagt, ist wichtig für unsere religiöse Identität. Die soll selbstbewusst sein. Die soll nicht mit einer Minderwertigkeit einhergehen. Und drittens, liebe Geschwister, in Bezug auf den persönlichen Lebensplan von einem jeden Einzelnen von euch. Jeder Einzelne. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, An-Nasu ma'adinu, kama'adin al-Dhahab wal-Fidda. Khiyaruhum fil Jahiliyyah, khiyaruhum fil Islam, idha faqihu. Er sagte, die Menschen sind wie Edelmetalle. Es gibt verschiedene Edelmetalle. Gold, Silber. Er sagt, wie Gold und Silber, beispielhaft. Und die Besten von ihnen in der Zeit vor dem Islam sind die Besten von ihnen in der Zeit des Islams, wenn sie die Religion verstanden haben. Was bringt ein Edelmetall mit sich? Das heißt, graben wir so mit der Hand ein paar Zentimeter tief in den feinen Sand und dann sehen wir da Diamanten, die wir dann einfach auf Ringe drauf tun und weiter verschenken? Nein, man muss tief in die Erde gehen, mit schweren Maschinen, harte Arbeit. Und dann holt man da was raus, es sieht aus wie Glas. Und dann muss man das schleifen können. Viel Arbeit, liebe Geschwister, steckt in der Anfertigung eines Diamanten, eines Edelsteins. Das heißt, du magst vielleicht ein Diamant sein, aber du siehst aus wie eine Pfandflasche. Warum? Weil du hast nicht an dir gearbeitet. Und es mag jemanden geben, der ist vielleicht kein so edles Metall von seiner Grundbeschaffenheit her, aber der hat sich geschliffen. Und das Gefühl kennen wir alle. Wir alle kennen es. Wir kennen es, begabt an einem Feld zu sein, aber wir werden überholt von Leuten, die mehr arbeiten. Deswegen merkt euch, harte Arbeit besiegt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Gut, wenn Talent hart arbeitet, Allah gibt. Ja, mashallah, den kann man nicht toppen, weil er es talentiert und erarbeitet hat. Aber wenn du hart arbeitest, wirst du diejenigen toppen, die Talent haben, aber nicht an sich arbeiten. Warum sage ich das alles? Aus dem folgenden Grund. Dies kommt in ähnlicher Formulierung zweimal im Koran vor. Das ist eine Notwendigkeit. MKKY1491. Wir gucken nicht, wer jetzt aufsteht, aber es ist ganz wichtig, ansonsten gibt es Probleme. Und wir müssen auch gut mit unseren Nachbarn umgehen. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. سورة ياسين. Und es kam vom äußersten Ende der Stadt ein Mann angelaufen. Und er sagte, folgt den Gesandten. Und an anderer Stelle, interessanterweise auch der 20. Vers, hier der 20. Vers der 36. Sure und es kommt der 20. Vers der 28. Sure. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Und es kam ein Mann vom äußersten Ende der Stadt, ja, so Grenzen zu Offenbach kann man sagen, oder hier, was ist das da hinten, Nied. Er sagte, o Musa, die führende Schar berät über dich, um dich zu töten. So geh fort. Gewiss, ich gehöre zu denjenigen, die dir einen guten Rat geben. Ein Mann, liebe Geschwister. Ein Mann. Ein Mann, der jeweils Musa alaihi salam vor der Hinrichtung rettet. Ein Mann, der sein Volk dazu aufrief, den Gesandten zu folgen. Der eine wurde im weltlichen Sinne gesegnet mit seiner Absicht, Musa a.s. konnte entkommen und der andere fand den Märtyrertod. Ein Mann. Aber liebe Geschwister, dieser eine Mann, der muss es auch drauf haben. Und der muss willens sein. Ja, vom äußersten Ende der Stadt,
vom äußersten Ende der Stadt angelaufen. Sarah. Ja? Das heißt, er hat es irgendwie mitbekommen und dann hat er den Willen gehabt. Mach aus dir den einen Mann, die eine Frau, die einen Wert besitzt für diese Gemeinde. Die eine Aufgabe trägt. Und sei es eine vor den Menschen kleine Aufgabe. Und die gibt es vor Allah Ta'ala nicht. Der Prophet Muhammad, er wurde wütend, weil seine Prophetengefährten ihn nicht benachrichtigten, als die Frau gestorben ist, die die Moschee reinigte. Und er wurde nicht informiert. Und dann ging er extra nochmal zu ihrem Grab hin, um für sie, um Vergebung zu beten. Ja? Es gibt keine kleinen Taten vor Allah. Eines Ramadans standen ungefähr 50 Leute vor verschlossener Tür, ich sag nicht vor welcher Moschee, weil ein Mann seine Aufgabe vergessen hat, die Moschee aufzuschließen. Trag keine Aufgabe. Und dazu musst du dich entwickeln, dazu musst du dich schleifen. Dazu musst du tief in die Erde gehen und hart an dir arbeiten. Wir haben nun über das Bedauern gesprochen. Über das Bedauern haben wir gesprochen. Und dass wir nicht bedauern wollen. Weder im jenseitigen Sinn, noch im diesseitigen Sinn. Im islamischen Rahmen. Und jetzt werden wir über eine Tat des Herzens sprechen, liebe Geschwister, die uns dabei helfen wird, nichts zu bedauern. Eine sehr wichtige Tat, die von vielen auch unterschätzt wird. Und es ist das Hoffen. MKKY1491. Sonst Abschleppdienst. Hoffen. Hoffen. Ist es eine Tat? Ist es überhaupt eine Tat? Ja, es ist eine Tat des Herzens. Eine sehr, sehr wichtige Tat. Omar, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und es gibt ein ganzes Buch, ein ganzes Kapitel in Sahih al-Bukhari, das 94. Kapitel, das Buch des Hoffens, des Wünschens. Mit ganz vielen Hadithen vom Propheten Muhammad und von den Prophetengefährten. Omar, er saß eines Tages mit seinen Gefährten und er sagte, wünscht euch etwas. Wie gesagt, in Bukhari, alles in Bukhari aufgezeichnet hier. Und Imam al-Bukhari hat gesagt, das ist es wert, als Kapitel zusammengefasst zu werden. Unter anderem das, was ich jetzt nun vortrage für euch. Er sagte, wünscht euch etwas. Und der eine sagte, ich wünsche mir diesen Raum voller Gold und Silber, um ihn auf Allahs Weg zu verteilen. Er sagte, wünscht euch etwas. Und ein anderer sagte, ich wünsche mir den Raum, und er sagte wieder, voller Gold und Silber, und ja, um es auf dem Weg Allahs und für die Bedürftigen zu verteilen. Und dann sagt er weiter, wünscht euch etwas. Und er sagt, was sollen wir uns wünschen? Und er sagte, ich wünsche mir diesen Raum voller Männer wie Abu Ubaidah. Mu'adh ibn Jabal, ja, der in den Jemen entsandt wurde, um zum Islam einzuladen und um zu erleichtern, nicht um zu erschweren, um einzuladen und nicht um abzuschrecken. Und Salim, um mit ihnen zu Allah Ta'ala zu rufen. Menschen, liebe Geschwister, aber feile an dir. Er hat nicht irgendjemanden von den 120.000 Prophetengefährten genannt. Auch da gibt es Stufen und alle sind im Bereich des Guten, des Löblichen. Ja, aber wie gesagt, innerhalb dessen gibt es Stufen. Und er nannte drei besondere. Kannst du dir vorstellen, auch genannt zu werden von Omar? Was musst du dafür tun, dass du genannt wirst? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hoffte eines Tages, eines Nachts, dass jemand von seinen Prophetengefährten ihn bewachen würde, weil er schlief unruhig. Und in dem Moment auf einmal kam Sa'ad, raschelte, weil er Waffen bei sich trug, um eben diesen Wunsch zu erfüllen. Der Prophet, er hat ihn gehegt in sich. Ja? Nicht, dass es jemand hören konnte mit seinem Ohr. Das heißt, Wünsche, sie werden erfüllt. Auch wenn sie nicht direkt zu den Bittgebeten zählen. Aber aus Wünschen werden Bittgebete. Automatisch. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala sagt, Ana inda dhanni abdi bi. Ich bin so zu meinem Diener, wie er über mich denkt. Ich erfülle die Erwartungen meines Dieners mir gegenüber.
Das heißt, wenn wir von Allah Ta'ala Gutes erwarten, weil wir eben hoffen, dann wird Allah Ta'ala auch diese Erwartungen erfüllen. Und hoffnungslos zu sein, liebe Geschwister, hat Imam Al-Zahabi, ich glaube, an dritter oder vierter Stelle gesetzt zu den großen Sünden. Direkt nach dem Schirk und dem Kufr. Ja? Weil Allah Ta'ala im Koran sagt, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Und geht das Hoffen auf aufatmen lassende Barmherzigkeit von Allah nicht auf. Es ist wahrhaftig so, dass das Hoffen auf aufatmen lassende Barmherzigkeit von Allah nur die islamleugnenden Leute aufgeben. Nur der Glaubensverweigerer gibt die Hoffnung auf Allah Ta'ala auf. Auf der Zunge von Ya'qub alayhi salam. Hoffen, liebe Geschwister, dieses Wünschen in sich prägt auch den Charakter. Kennt ihr dieses Gedankenspiel? Oh, wenn ich jetzt 1 Million hätte. Spielt das mal 10 Mal und habt Allah Ta'ala dabei im Herzen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet euch immer steigern. Und wenn euch dann mal ein größerer Geldbetrag zukommt, dann werdet ihr euch daran erinnern, wie ihr dieses Gedankenspiel gespielt habt. Und euer Herz ist schon gestärkt, denn man hat praktisch diese Tat vollzogen, indem man sie bereits erhofft hat. Das ist wie beim Sport. Ja? Man kriegt es nicht als Textform, die Bewegung, so das Dribbling, kennt ihr dieses Dribbling so? Kennt ihr alle, gell? Habt ihr alle schon 1000 Mal geübt vom Spiegel. Ja? Ihr habt es nicht als Text gelesen, sondern ihr seid auf YouTube reingegangen. Ja? Elastico und etc. ein bisschen geYouTubed. Ihr musstet es sehen. Und so auch das Herz, wenn das Herz sich vorstellt, oh, 1 Million Euro, ich stehe da vor Günther Jauch und sage, 2 Drittel für bedürftige Zwecke, 1 Drittel für meine Familie und für mich. Stellt euch das mal 20, 30 Mal vor. Und ich garantiere euch, wenn ihr einen größeren Geldbetrag in der Hand habt, seid ihr fähig, 2 Drittel zu spenden. Das Hoffen erzieht. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Eben dieses Gedankenspiel, 1 Million zu haben, hat auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durchgespielt. Er sagte, wenn ich einen Berg aus Gold hätte, der so gewaltig ist wie der Berg von Uhud, so würde ich nach 3 Tagen alles verteilt haben. Nur das, was mir reicht, um meine Schulden zu bezahlen, das hätte ich zurückbehalten. Das heißt, er ist das ja auch durchgegangen. Ja? Stellt euch vor, ja? Ein Turm voller Gold, so hoch wie das PwC. Hier, das Gebäude nebenan. Liebe Geschwister, nicht, dass irgendjemand rausgeht und sagt, ja, der Imam hat heute gesagt, wir sollen hoffen, aber nichts tun. Nein, nein, nein. Hoffnung ist der erste Schritt, um etwas zu tun. Weil hätte der Imam gesagt, tut etwas, aber ihr habt keine Hoffnung, ihr habt keine Absichten, dann hättet ihr nichts getan. Aber wer hofft, und ich meine, das wahre Hoffen, das ist eine Energie, die wird sich entfalten. Das ist wie praktisch der Schnäppchenleger. Ja? Da, wo er das Schnäppchen sieht, zack, da greift er schon zu. Warum? Weil er hat sich drauf fixiert. Und die Hoffnung ist auch eine fixierende Kraft. Sobald sich die Gelegenheit ergibt, die Hoffnung zu erfüllen, wird sie sich verwirklichen und der Mensch bewegt sich. Und der Mensch bewegt sich. Und es ist eine Weisheit, die wir weitergeben können, denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Muslim der Besitzer der Wahrheit ist und da, wo er sie vorfindet, ist es sein Recht, sie zu nehmen. Ja, warum? Weil ihm gehört die Weisheit. Also im Sinne von, er soll weise sein. Antoine de Saint-Exupéry, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut ausgesprochen, weil ich bereue nämlich, 5 Jahre Französisch gehabt zu haben, aber mit der falschen Absicht im Klassenraum gesessen zu haben. Er sagte, wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln und um Aufgaben zu verteilen und um die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer.
Wir sollen auch diese Sehnsucht haben. Und diese Sehnsucht war es, die auch der Prophet zusammen in die Herzen der Gläubigen gegeben hat. Als er beispielsweise sagte, wäre es nicht wegen der Auswanderung, so wäre ich gerne von den Ansar gewesen. Er ist der Prophet. Er spricht über die Ansar löblich. Für wen? Für die Zuhörer, dass sie sich auch an die Ansar orientieren. Und er gab auch weiter, dass Neid, ja, nicht erlaubt ist, außer in zwei Fällen, wenn man jemanden sieht, der vom Koran viel gelernt hat und tags und nachts rezitiert. Und wenn man jemanden sieht, der Geld hat und es im guten Rahmen spendet, nützlich spendet, da darf man neidisch sein. Ja? Das heißt, er gab uns diese Beispiele, wo wir sagen, ich will so sein, ich will dies tun. Wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich. Ja? Weil diese Hoffnung, liebe Geschwister, aus ihr wird eine Tat. Ja Allah, ja Mujib, du bist der Erfüller des Bittgebets. Bitte vergebe uns, bitte führe uns zum geraden Weg. Bitte lass uns täglich dir näher kommen. Bitte helfe uns, von den Sünden fern zu bleiben. Von den Großen zunächst und dann von den Kleinen. O Allah, bitte helfe, dass wir jeden Tag an unserem Charakter feilen, O Allah. Dass wir aus uns Gläsern Diamanten machen, O Allah. O Allah, bitte helfe uns, fünfmal am Tag in der richtigen Zeit mit wachem, demutserfülltem Herzen zu beten. Vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben, O Allah, und rechtleite all diejenigen, denen du Gutes siehst. Und lass uns eine Leuchte auf deinem Weg sein, O Allah. Lass uns ein Werkzeug deiner Rechtleitung sein. O Allah, für alle Menschen, die schwer Not leiden, die bekriegt sind, die gefoltert sind, die vertrieben sind, die auf der Flucht sind, die krank sind, die hungern, die dursten, die Trost brauchen, O Allah, bitte steh all diesen Menschen bei und erleichtere ihnen ihre Angelegenheit und schenke ihnen Freiheit und Selbstbestimmung und Gesundheit und Vermögen, O Allah. Und lass uns einen Beitrag dazu geleistet haben. Allahumma amin. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und bitte schenke uns Schutz und Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz gebeten hat. Allahumma amin.